Ja, hallo alle miteinander, hier ist wieder GBF Akalalmeister mit dem Let's Play von Warcraft und wir gehen zur dritten Mission der Menschen über, für King Lane. Kau. With Blackhand's raiding parties routed, now's the time for us to secure a lasting peace in the area around Grand Hamlet. You must seek out the orcish outpost of Kyrus that lies deep within the swarms of sorrow and destroy it. Yeah, Mr. Zauberer oder Mr. Ritter, wer auch immer mir das jetzt gerade erzählt hat, oder King Lane. Wir werden diesen Außenposten der Orks vernichten in den Swarms of Sorrow. Direkt daneben, da wo eigentlich Northshire Abbey ist, aber egal. Oder glaube ich zumindest. Auf jeden Fall sah das nicht ganz wie ein Sumpf aus. Aber ja. Mission, Destroy Outpost. Erstmal Truppen organisieren. Und unsere erste Goldmine finden. Und ein bisschen Holz ist hier im Süden. Gut, wir können noch Einheiten ausbilden. Das heißt, ich werde weitere Bauern ausbilden. Um unsere Rohstoffversorgung schon mal gleich sicherzustellen. Und wir bräuchten eigentlich, ja, wir brauchen definitiv mehr Gold. Für Baracken. Ich denke, das Erste, was wir machen werden, ist Baracken. Wir haben 3 Footmen am Start bekommen und 2 Archer. Das ist schon mal besser als gerade eben. Aber ich werde auch das umliegende Gebiet jetzt erkunden. Einfach um zu sehen, von wo die Gegner jetzt kommen. My command ist, dass du dahin gehst und noch einen Bauern ausbildest. Es gibt hier tatsächlich direkt links neben uns, also westlich von uns, gibt es einen See, der sich eigentlich gut eignet, um herankommende Gegner abzulenken oder zu sehen, wo sie sich lang bewegen. Und jetzt schon mal eine weitere Goldmine. Schon mal gut zu wissen. Die Karte erkunden. Malish sagt, bau mir bitte Baracken. Aber mir fehlt das Gold. Ah, es fehlt immer noch Gold. Ah, ich brauche mehr Farmen. Also von daher ist das die Priorität. Und dass der Weg nicht direkt da dran sein muss, sondern nur knapp so diagonal da dran liegen muss, dann passt das wieder. My Lord, yes, my Lord. Yes. Die Orksiedlung ist hier oben nordwestlich. Ich habe das nicht so wirklich gut im Kopf, dieses Westen und Osten. Ich kriege das oft durcheinander. Ich habe da irgendwie ein Problem. Manchmal habe ich das sogar mit links und rechts. Dabei bin ich Linkshänder und von daher sollte ich ja eigentlich wissen, wo was ist. Das müsste sich ja irgendwann mal eingebürgert haben. Und hier ist tatsächlich eine Passage, wo Gegner so durchkommen könnten. Das ist hässlich. Zum Glück können sie sich nicht unsichtbar machen, die Orks. Das können nur die Menschen und wir kämpfen ja primär gegen Orks. Wobei es eine Mission gibt, wo das tatsächlich sich wandelt. Genauso wie es eine Mission bei den Orks gab, wo sich das gewandelt hat. Nämlich wenn wir Blackrock bekämpfen. So. Ja, Lumbermill können wir noch nicht bauen. Baracken auch noch nicht. Dafür fehlt mir das Holz. Ich brauche mehr Holz und mehr Bauern für diese Aktionen. Ich versuche meine Truppen jetzt ein bisschen weiter so zu platzieren, dass sie beide Seiten abdecken können. Und einen stelle ich in die Mitte für die Optionen. Das ist der Vorteil, wenn man nämlich hier keinen Fog of War hat. Man sieht, woher sie kommen und zwar schon weit im Voraus. Und dann kann man seine Truppen dann losschicken, damit sie rechtzeitig zur Verteidigung auch da sind. Weil Verteidigung beruht hier vor allen Dingen auf Masse. Nicht so sehr auf Klasse. Das ist ein Druckschluss.
Yes, your command. So, ich glaube, er hat sich weit genug vorgewagt. Yes, my lord. My lord. Und von zwei Seiten kommen sie tatsächlich. Ich fasse es nicht. Your bidding? Yes. My lord. Yes, my lord. Okay. My lord. Yes, my king. Yes. Yes. My lord. Yes, my lord. Yes, my lord. My lord. Yes. Ah, den sollten wir noch kriegen, aber es ist trotzdem eine hässliche Sache. Stopp! Okay, kam nicht mehr rechtzeitig. Aber da hat man schon gesehen, ha, von zwei Seiten versuchen sie es jetzt. Tja, entweder das oder das andere. Ich glaube, ich werde erstmal Lumbermill bauen, und zwar nah am Holz. Damit sie es nach Möglichkeit dahin bringen, damit ich mehr Boni dafür kriege. Das ist meine Hoffnung. Und ich weiß jetzt ja, wo sie langkommen. Ich glaube, die nächste Angriffswelle wird ein bisschen stärker, deshalb muss ich mich jetzt hier beeilen. Oh, da kommt schon ein Spearman. Lauf, 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 lauf. Jetzt müssen unsere Archer erledigen. Your will, sire. Your will, sire. Wie sind sie da? Your will, sire. Hoffentlich treffen sie gut. Das ist ja auch noch eine Sache. Wenn sie nicht gut treffen, dann... Oh, hier sieht man, wie die Sägemühle entsteht. Das Dach ist noch nicht fertig. My lord. Your will, sire. So, mehr Holz bitte. Gold habe ich ja genug. Okay, der Footman ist nicht mehr ganz so fresh. My lord. Yes, my lord. Yes. Stellen Sie mir mittig hin. Yes. Ein Footman kommt nach oben hin, damit der andere nicht ganz so allein da steht und nicht so kaputt ist. Und wir können tatsächlich eine Kirche diesmal bauen. Das ist natürlich auch cool. Aber erstmal will ich mehr Bogenschützen haben. Und dafür brauche ich mehr Holz. Your will, sire. Alle hacken auf einem Feld rum. Nee, auf zwei zum Glück. Yes, my lord. Und dann bringt es nichts zum Sägewerk. Dafür ist das Ding ja da. Oh, ein... oh Gott. Okay. Yes. Ein Nekromant. Ein Nekrolyt. Okay, die sind nicht so gefährlich. Ich dachte schon, ja, ein Warlock wäre schlimmer, tatsächlich. Und das stimmt ja auch. Aber der hat nur einen Zwei-Felder-Angriff und... kann ein bisschen Schaden machen. Aber es ist schnell erledigt. So. Upgrade für unsere Wurfmeister noch nicht. Kommt gleich. Nachdem wir genug Holz haben für eine Baracke. Und das haben wir jetzt. Er kann dahin, das ist in Ordnung. Dann wird hier nicht so viel blockiert. Man muss die Town Hall nach Möglichkeit frei halten, damit die Bauern hier immer schön langlaufen können. Damit hier keine Staus entstehen. Jetzt haben wir auch schon das erste Holz für die ersten zwei Archer. Und dann sollten wir eigentlich eine Verteidigung aufgebaut haben, die... erstmal uns aus dem Gröbsten raushält, aus den Gröbsten Gefahren. Und die hacken sich immer, habe ich den Eindruck, in einer Linie durch, nach Möglichkeit. Und das ist auch gar nicht so schlecht, dass man das halbwegs kontrollieren kann dann auch. Baut die Gebäude. Na, komm. Bald haben wir es. Ja, so. Okay, my leash, besorgt mir mehr Gold. Ja, okay. 16.000 sind noch drin. Und einen weiteren Bauern auch nochmal. Bis der hier ausgebildet ist, haben wir, glaube ich, auch wieder genug Gold für den zweiten Archer. Und dann passt es auch mit unseren Farmen. Und da muss ich in weiteren Farmen investieren. Ach, immer diese Investitionen, die sich tatsächlich lohnen.
Und hier werden die Einheiten auch wieder oben erscheinen, deshalb wollte ich auch hier, dass die Baracken hinhaben und nicht, dass es hier dann irgendwie hier, ja gut, das wäre auch in Ordnung gewesen, aber... So. Ich möchte vor allen Dingen jetzt hier Heiler jetzt auch mal langsam haben. Aber eins nach dem anderen. Damit ich meinen einen Footman hier heilen kann. Ich werde ihn ein bisschen aus der Gefahrenzone jetzt rausziehen. Auch nicht genug Farmen. Ah da. Da ist jetzt das Problem. Oder der Problemlöser. Ja, okay, dann brauche ich die Farm eben hier hin, was soll's. Wie viel brauchen wir für die Kirche? 500 Holz. Okay, das sollten wir bis dahin haben. Dann kann der eine hier besser eigentlich hier Gold holen. Das ist jetzt wichtiger für uns. Lange keine Orks mehr gesehen, das stimmt mich ein wenig stutzig. Work complete. Yes. Gut. Dann holen wir mehr Gold. Yes, my Lord. Und da sehe ich sie schon. Ah, die wollen von Süden her kommen. Okay, gut. Yes. Dann sollen sie das doch versuchen. My Lord. Yes, yes. Yes, denn ich habe jetzt. Yes. Yes. Armbrustschützen galore. Yes. Ich werde hier wieder meinen Phalanx aufbauen. My Lord. Yes. Ist aber nur nach Süden. Yes, my Lord. Yes, my Lord. Your will, yes, my Lord. So. Ich hoffe, sie greifen nicht meine Bauern an. Wenn sie das tun, ist natürlich hier dumm. Ich glaube, das machen sie. Nee, doch nicht. Okay. Aber doch. Okay, sie machen es, aber. Sie ignorieren meine Armbrustschützen vollkommen. Das fasse ich mir gar nicht. So, jetzt aber. Sie ignorieren mich einfach. Tötet keine Bauern. Nicht während meiner Wacht. Also werde ich sie ein bisschen weiter südlich positionieren. Sofern sie nicht beschließen, nördlich aufzutauchen. Aber das werde ich ja rechtzeitig sehen, denke ich mal. So, und der arme Bauer, der ist so verstört, der muss wieder manuell zur Arbeit genötigt werden. Du kannst wieder reingehen, Bauer. Ist alles in Ordnung. Ist alles cool. Und wir brauchen noch ein bisschen mehr Gold für diese... unsere Heilung. Unsere Einheiten. Ja, ein Schick. My Lord. So. Kirche darf sein. My Lord. Reicht das noch? Ja, reicht gerade so. Yes, da kommt die Kirche jetzt hin. Ah, das berühmte Lied. Wir haben nicht Uga Gasha Gaga Troller, sondern... Gregokratia. Theokratia. Was auch immer das heißen soll. Ich denke, das ist irgendein lateinischer Spruch, was wieder meine Theorie nähert, dass das Ganze christliche Kirche ist. Deo Gratia, okay, die Gnade des Herrn, alles klar. Ich dachte schon, Deo Gratia, ihm was Ausgedachtes, aber es ist Deo Gratia. Deo Gratias, okay, da kommt noch ein S dahinter. Und ich frage mich gerade, hat das auch Bill Roper gesungen? Der ja alle Stimmen gemacht hat. Hat er auch diese Stimmen gemacht? Ah, die Halle ist schon fertig und hier der Turm, der Glockenturm und auch ein Brunnen für das Wasser, für die Brände der Gebäude. Natürlich hilft das nicht, aber es ist eine schöne kleine Grafik, wie ich finde. Deo gratias. Wir müssen erstmal Heilungen erforschen, bevor sie es überhaupt können. Vorher können sie nur eine heilige Lanze wirken. Und das ist ja eine Nahkampfattacke, ein Feld weit. Sieht aus wie eine Fernkampfattacke, ist allerdings eine Nahkampfattacke. Ja. Da kann man viel drum herum reden, aber es ist so. Ja, noch ein Archer. So, du kannst noch gleich mal hier eine
einen Dingsbaum hier. Oh, der ist auch verschreckt. Und da kommen noch mehr. Aber diesmal sind es bloß Nahkämpfer primär. Da habe ich kein Problem mit. Beziehungsweise ein... Oh, nee, du darfst nicht da reingehen. Du bist nicht für den Dienst tauglich. Deo gratias. Und wir brauchen mal ein Upgrade für unsere Armbrustschützen. Ja, so viel, was man erforschen will. Bauen muss, das ist alles so... betriebswirtschaftlich alles hier. So, du wirst meine Bauern nicht attackieren. Oh, eine schöne Reihe. 5 Stück hintereinander. Orks are approaching. Aber sie werden nicht herankommen. Sehr gut. So, und jetzt ein Deo Grazia für unseren Priester. Der Nikolyd ist auch weg. Ja, und die Priester, wie gesagt, haben bloß ihre heilige Lanze reicht bloß ein Feld weit. Aber dafür reichen die Fernkampfangriffe oder die Standardangriffe der Conjurer, also der Zauberer der Menschen, 3 Felder weit. Während die von den Nekrolyten und den Warlocks, also den beiden Ork-Zauberern, beide nur 2 Felder gehen. Also die sind sich da identisch tatsächlich. Während die Menschen da einen großen Unterschied haben. Also die Priester sind einfach nicht für den Nahkampf oder für den Kampf gedacht, überhaupt nicht. Deshalb haben sie vielleicht so eine kurze Reichweite. Bei der Schaden ist immer der gleiche wie bei allen magischen Angriffen, 6. Das ist nämlich hier diese heilige Lanze hier. Kostet allerdings auch ein bisschen Magie, aber nicht so viel, dass es wirklich auffällt. Aber Heilung, darum geht's. Und er ist fast wieder voll geheilt. Yeah. Cleric, unser bärtiger Zauberer hier mit gefalteten Händen im Gebet, legt die Hand auf. Das ist übrigens dieselbe Grafik, die sie dann auch für die in Warcraft 2 für die Paladine, die man dann ja machen kann. Das ist dieselbe Grafik dafür, für die Heilungskraft der Paladine. Sie haben quasi die Kleriker verbunden mit den Rittern. Das sind ja Paladine dann. Und die Kleriker sind ganz rausgeflogen, bis sie dann in Warcraft 3 als Heiler wieder aufgetaucht sind. Als Elfenheiler allerdings. Vielleicht um den Elfen auch mal wieder was zu tun zu geben. Und weil die Kleriker von Northshire Abbey, weil die kommen ja aus Northshire Abbey, nicht ganz voll, alle tot sind schon, dann. So. Das Upgrade machen wir auch noch. So, mehr Gebäude können wir allerdings nicht errichten. Wir haben jetzt alles in dieser Mission gemacht, was wir machen können. Bis auf natürlich mehr Farmen. So, Deo Grazias. Ja, der ist jetzt wieder vollgeheilt und hier unten war auch noch einer der... oder 2, die ein bisschen angeschlagen sind. Das ist die Footman-Reihe. Jetzt kommen sie wahrscheinlich alle von Norden hier. 8800 haben wir noch drin. Der Wald schrumpft auch schon bedenklich. Aber bald haben wir auch das volle Upgrade für die Armbrustschützen wieder entwickelt. Und dann können wir uns ranmachen hier und angreifen. Und die restlichen Feinde beseitigen. Sie kommen auch wieder von... Sie laufen immer hier lang und dann hier südlich. Die wollen wohl wirklich meine... Wirtschaft zerstören. Aber das macht sie dann berechenbar. Für mich. Und ich sage, ja gut, dann... Dann eben so, wa? So, das ist erforscht. Yes, my lord. So, und tot ist er. Und der Beschädigte wird gleich geheilt, fast komplett. Ich werde noch einen Priester ausbilden. Wenn das Gold da ist, dann haben wir 2. Jetzt wird geheilt. Ja, die Priester sind einfach, ich nenne sie mal Priester, Kleriker, sind einfach besser als die Nekrolyten. Die Priester auf der Ork-Seite. Ich werde nicht müde, das immer wieder zu sagen. Ich werde einfach nicht müde. Your
Das reicht noch nicht. Aber wir haben noch genug. Yes, my lord. Truppen. Yes, ich werde. Your bidding. Your bidding. Yes, my lord. Your will, sire. Yes. Seine kleine Angriffstruppe yes, bilden. Yes. Ich denke, diese fünf sollten das wohl halten können. Oh, hat er selbstständig geheilt? Das ist natürlich cool. Da muss ich da gar nichts zutun. Ja, manchmal machen die das. Manchmal heilen sie automatisch und dann wieder nicht. Das ist genauso wie bei den Ork-Nekrolyten. Manchmal machen sie das, dass sie Tote beschwören, wenn da einer in der Nähe ist, eine Leiche. Und manchmal daneben nicht. Also, keine Ahnung, woran das dann liegt. Aber hey, einem geschenkten Gaul schaue ich nicht ins Maul. Vielleicht brauchen sie auch eine bestimmte Anzahl von Magie oder ein bestimmtes Level, damit sie da anfangen zu heilen. So. Gut, bewegen wir uns vorwärts und erkunden ein bisschen die Gegend. Oder? Ich glaube, ich gehe mit den südlichen Leuten weiter. Damit ich genau sehe, wo sie dann da langlaufen. Aber wenigstens haben wir jetzt die Verteidigung auf Vordermann gebracht. Yes. Yes, my lord. My yes. Hier ist ein Pfad in den Swamps of Sorrow. Yes, my lord. Swamps of Sorrow. Yes. Yes, my lord. Ah, eine weitere Mine mit 17.900. Yes, my lord. Schick, schick. Yes, my lord. Ja, langsam müssten wir auch eine andere Mine uns besorgen. Und dazu natürlich erstmal das umliegende Land reinigen, damit wir da keine bösen Überraschungen erleben. Yes, my lord. Yes. Yes, my lord. Oh. Das könnte eine böse Überraschung gewesen sein. Yes, my lord. Ich hoffe, ich komme hier noch durch den Wald. Ah, yes, laufe, mein Freund. Laufe, 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 laufe. Yes, lauf. My lord. Yes. Du bist schneller. Yes, my lord. Nicht yes, schießen, das verlangsamt dich nur. Du musst wieder deine Armbrust nachladen. Yes, my lord. Okay, lauf einfach durch zu deinen Kameraden. Lass dich nicht aufhalten. Deo gratias. Ah. Yes. Yes. Ah ne, ist doch nicht geheilt. Vielleicht heilen die auch nur dann, wenn die ganz niedrig sind. Weil der eine war ja auch im gelben Bereich angeschlagen und vielleicht heilen die dann nur dann. Yes. Und nicht, wenn sie schon fast wieder voll sind, weil sich das dann nicht lohnt, oder wie? Yes, my lord. Wobei die verlieren ja auch nur so viel Magie immer, wie sie heilen. Das heißt, wenn dann wenig geheilt werden muss, dann verlieren sie auch nur wenig Magie. Also da sind die schon recht sparsam, die Mönche. Yes. Yes. Yes, my lord. Your will, sire. Yes, my lord. Yes, your bidding, my lord. Dank der überlegenen Reichweite brauchen wir eigentlich auch fast keine hier. Yes, my lord. My liege. Yes, my lord. Your bidding. Yes, my lord. Yes, my lord. My liege. Das ist eine kleine L-Formation, wie ich sie nenne. Yes, my lord. Mehr Archer, bitte. Unsere Mine sieht nicht mehr gut aus. Wir müssen dafür sorgen, dass sie... Ich werde diese dieses Aufräumkommando aus Schützen, werde ich mal ein bisschen vorschicken. Das kann ich ja machen. Das ist ja mobil. Lane macht mobil bei Arbeit, Sport und Spiel. King Lane. So, ich glaube, hier im Süden ist alles sicher. Yes, wenn, dann kommen sie nur noch von oben. Yes. Da, wo wir es schon gesehen haben. Das ist der Vorteil der Aufklärung, der Sinn der Aufklärung. Das fand ich auch immer cooler, dass das dauerhaft aufgelöst oder aufgedeckt ist. Weil dann macht es nämlich auch Spaß, die Karte aufzudecken, weil man dadurch einen wirklichen taktischen Vorteil hat. Yes, my lord. Und nicht so wie in Warcraft 2 oder mit einem Nebel des Krieges. Wo man ja zwar dann die Karte sieht, aber man sieht nicht, welche Einheiten da sind. Und das ist ja das Entscheidende eigentlich. Die Karte ist mir relativ Wurst. Yes, ja, weil die bringt ja keinen taktischen Vorteil eigentlich. Das Entscheidende ist, will, sehe ich die Gegner, die da ankommen oder nicht rechtzeitig.
So. Wie man gesehen hat, war das jetzt eine gute Entscheidung. Jetzt gleich kann ich meine Bauern auch hier hinschicken, weil ich denke dann nicht, dass sie von hier angegriffen werden, weil da ist wieder Wasser. Aber gut, das ist natürlich ein bisschen risikobelastet. Deshalb werde ich das ein bisschen mehr erkunden. Vielleicht ist der Wald ja ein guter Schutz an der Stelle. Davon gehe ich jetzt mal so aus. Dann können die Armbrustschützen nämlich schön schießen, selbst wenn die Gegner hier sind schon, dann können sie schon auf die schießen dann. Und ich kann auch rechtzeitig reagieren mal wieder. Das ist das Coole an diesem Spiel. Okay. Ich kann ein bisschen weiter vorgehen. Und ich schicke noch mehr dahin. Das Gute auch an dieser Mission ist ja, es gibt noch keine Katapulte. Das heißt, das wäre das Einzige, was unseren Armbrustschützen wirklich gefährlich wird. Und das muss ja nicht sein. Oh, stopp. Da kommt was. Das war nicht zu knapp. Die Formation muss geändert werden. Das ist jetzt interessant. Wo wollen die hin? Okay, sie werden erstmal den Nikoliten töten und dann den Spearman. Ah, synchron schießen. So, heilt er jetzt automatisch. Er ist im gelben Bereich, aber nicht geheilt, wenn ich den jetzt näher ran bewege. Direkt daneben stelle, merkt er das? Nö. Er heilt nicht. Was für eine faule Socke. Dann mache ich das eben manuell. Ah, das ist das Schöne an den Menschen. Hohe Reichweite und Heilung. Das ist schon in der dritten Mission. Priester sind toll. Deo gratia. Auch noch mal Farben von mir aus. Oh, und bonk. Da hat unsere Mine zerdeppert. Ah, ich werde das mal gucken, ob hier noch irgendwie ein Problem entstehen könnte, weil Gold habe ich jetzt ja eigentlich genug. Ich brauche meine Bauern schon gar nicht mehr ausschicken zum Goldschürfen. Das heißt, die haben eine kurze Pause. Oh, hier. Der eine ist verletzt. Was passiert denn, wenn... Und der auch. Wenn der Priester sich da mal hinbewegt. Dann müsste... Also, wenn er die nicht heilt, dann weiß ich auch nicht, was für ein Standard er hat. Er macht nichts. Siehst du nicht den verletzten Bauern, mein Freund? Nö, ich sehe nichts. Ich bin blind und alt. Und jetzt? Auch nicht, er macht nichts. Ja, Deo Grazia, direkt vor der Kirche und der stirbt. Und er tut nichts. Okay, da habe ich mich geirrt. Und dann war ich das wohl selber. Oder die machen das nur einmal pro Mission. Das ist natürlich besonders absurd, aber ich habe schon Absurderes gesehen. So, eigentlich wollte ich was anderes. Nämlich die Erkundung fortsetzen. Yes, my lord. Die Kundschafter werden ausgeschickt. Yes, my lord. Ah, kein blaues Wasser mehr, grünes Sumpfwasser, das Fell hat alles verdorben. Das Fell ist ja auch grün, also passt das dann, ja? Yes. Yes, my lord. Yes. Yes, my lord. Yes. Ich will nicht, dass sie mir in den Rücken fallen. Yes, my lord. Die kann ja manchmal gemein sein. Hm. Bis hierhin sieht alles gut aus. Bis auf den einen Grunter, den wir angelockt haben. Na gut, der kann in die Falle laufen. Your will, sire, my lord. Yes, my lord. So, was ist hier noch im hohen Norden? Yes, my lord. My lord. Yes, my lord. Der Mine? Yes, my lord.
Hier unten wird wirklich alles abgeholzt. Da kennen wir nichts. Yes. Holzen, holzen, holzen. Yes, my lord. Yes. Yes, my lord. My lord. Yes. Yes. So. Der Grand dürfte gleich tot sein. Ja. Yes, my lord. Sterb, die grünen Bestien. Yes, my lord. Ihr habt ja nichts verloren in unserem Königreich. Ihr war alles friedlich, bevor ihr gekommen seid. Alles war gut. Bis auf die paar Ogre und Spinnen oder was auch immer wir hatten. Aber das war das Maximum an Problemen. Yes, my lord. Oh. Yes, my lord. Rückzug. Yes, my liege. Yes. 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 Okay. Yes. Ihr könnt ein bisschen weiter Norden erkunden. Yes, my lord. Oh, ich habe ein paar mehr angelockt. Aber, hey, sie kommen ins Kreuzfeuer, sehr gut. Your bidding? Yes. So, wo ist unser Priester? Deo Grazia. Yes. My lord. My liege. Your will, sire. Heile diesen Mann. Yes, my lord. Er war tapfer. Yes, tapfer im Einsatz. Man kann gleich wieder in Einsatz gehen. My lord. Genauso wie diese hier. Yes. Wie diese hier. Yes. Your bidding? Yes, my lord. My lord. Yes. Yes, my lord. Yes. 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 Scheint sich hier zu sammeln. Ah, da ist ein ein Peon ist da. Okay. Ich werde mich mal nach dort bewegen und nach dort. Dann habe ich hier, ich denke, eine gute Stellung etabliert. Da im Norden kommt auch welche hin. Your will, sire. Yes, my lord. My lord. Yes, my lord. Your will, sire. Yes, my lord. So, und ihr könnt dann eigentlich hier das Gold hier unten wegschürfen. Ich habe eigentlich alles soweit gesichert. Ich denke mal nicht, dass sie da lang laufen. Und wenn, dann ja. Werde ich einfach ein paar Footmen da noch platzieren. Yes. Your will, und einen Archer. Hier in die Nische. Yes. Dann sollte es eigentlich passen. Yes. Your will, so. Yes, my lord. Your ihr müsst euch noch besser hinstellen. Yes, weil so habt ihr nicht so viel Schlagkraft. My lord. Your will, sire. Yes, my lord. My yes, my lord. My liege. So, hol das Gold da weg. My lord. So, mal gucken, was der Gegner jetzt macht. Wenn ich ihn jetzt hier anlocke. Yes. Yes. Vielleicht noch ein Deo Grazia. Your will, sire. Yes. Your bidding? Yes, my lord. Ah, es ist nur ein Peon, der da rumgeistert. Yes, my lord. Keine große Gefahr. Yes. Yes. Oh. Yes, my lord. Da haben wir jemanden angelockt. My lord. Yes, my lord. Yes, my lord. Und da ist auch die Siedlung, deshalb schicke ich ein paar mehr dahin. Yes. Yes, my lord. Yes. Feuer frei. Yes, your bidding. Und geheilt. Yes, sehr schön. Yes, my lord. Your command, your bidding. Yes. Your command, your bidding, my liege, your command, my liege, my bidding, my lord, my liege, my bidding lord. My lord. My bidding lord, liege. Yes, my lord. Vorwärts. Footman Gold. My liege. Footman, du bewachst. Unsichtbare Gegner haben wir nicht zu fürchten. Your will, sire. Da verwesen schon die Ork-Leichname. Yes, my lord. So ein wunderbarer Anblick. Yes. Ah, sie haben geholzt. Yes. Yes. Orkholzen. Yes. Irre begrenzen. Yes, my lord. Yes, my lord. Irgendwann werde ich auch die Verteidiger der gegnerischen Siedlung hier anlocken. Das könnte noch ein bisschen hässlich werden. Yes. Ah. Yes, my lord. Okay, Rückzug. Yes. Ein Grunt. Ah. Your will, sire. Nicht ganz so wild. Yes. Your bidding? Er wird auch gleich sterben. Yes. Oh, nehme ich da an. Yes. Hier ist noch ein weiterer See. My lord. Yes.
sehen, ob wir den mal sehen, ob wir den See umgehen können. Yes, my lord. Yes, my lord. Yes, my lord. Lass den armen Priester da nicht alleine stehen. My liege. Yes, oh, my lord. Okay. Yes. Da können wir schon zwei an. My liege. Yes, yes. Yes, my lord. My lord. Yes, my lord. Yes, yes, my lord. Did he? Yes. Yes, my lord. Oh, und da kommt definitiv ein paar mehr an. Leading. Yes. My liege. Yes, my lord. Yes. Your will, sire. Yes, your will, sire. My lord. Yes, my lord. Your command bidding. Your bidding. Oh, der steht bald. Heiler. Yes. Heiler, bitte. Yes, my lord. Okay, er hat's geschafft. Yes, my lord. My lord. Yes. Voll Lebensenergie. My lord. Für alle. Yes. Yes. Your my lord. Your will, sire. Yes. Yes. Yes, my lord. My lord. Yes. Your will, your sire. Will, sire. Yes, my lord. Lord. Yes, my lord. My liege. Yes. Hui, hui, hui. Okay. Yes, my lord. My lord. Yes, gut, dass ich sie in die richtige Ecke gelockt habe. Yes. Ich denke, das waren alle Verteidiger. Eine weitere Goldmine. Hey. Yes. Yes, my lord. Your bidding. Und da kommen wieder welche an. Yes, my lord. Gehen wir südlich am Fluss entlang. Oh, sie wagen sich nicht vor. Yes, my lord. Vielleicht muss ich sie ein bisschen triezen. Yes, hallo. My lord. Oh, hallo. Yes, my lord. Ja, okay. Da kommen sie. Your will, sire. My liege. Your bidding. Your will, sire. Yes, my liege. Yes, my lord. Yes, yes. Und er ist tot. My lord. Yes, my lord. Yes, my lord. Yes, my lord. Yes, my lord. Will, yes, sire. My lord. Yes. So, alle vorwärts. Yes. Im Manöver. My Priester yes, sieht my nicht viel, er ist halb blind. Yes, my lord. Das ist der Geschützturm, der sich hier vorwärts bewegt. Yes. Yes. Kyros wird bald fallen, so heißt nämlich diese Ork-Siedlung. Und das ist der in Goldmine. 18.000 haben sie noch. Na gut. Yes, my lord. Von mir aus. Oh, ein Peon. Und der erste Tempel, den wir im Blick haben. Und diese hier auch. We are under attack. Von wem? Von dem. Okay. Priester, du musst jetzt kommen. Wir brauchen deine Hilfe. Du musst heilen. Da brennt der erste Ork-Tempel. Ja, der erste Ork-Gebäude. Das ist ein Drei-Flanken-Angriff jetzt. Und ich sehe auch schon das orkische Sägewerk. Ach ja, in der letzten Kampagne haben wir die alle gebaut. Aber jetzt sind wir die Angreifer, die diese Gebäude zerstören dürfen. Yes. Diese kruden Ork-Behausungen. In Warcraft 3 waren die Ork-Behausungen tatsächlich yes. schwächer als die der Menschen. Die waren ziemlich stabil. Yes. Yes. Und da kann sich von mir aus nach Norden bewegen. Ein bisschen erkunden. Yes. Während hier Baracken fertig gemacht werden und alles andere auch. Yes, my lord. Yes, my lord. Die Priester geben ihren yes. Segen. Vernichtung anderer Lebewesen. Yes. Ja, ziemlich hohe Reichweite mit dem Heilzauber. Also das ist nicht einfach nur Hand auflegen, das ist Hand werfen. Eigentlich sollte man meinen, sie legen die Hand auf die Wunden, aber sie werfen ihre Hand über riesen Distanzen. Ich glaube sogar genauso weit, wie die Armbrustschützen schießen können. Und du darfst auch was machen, Footman. Jetzt ist sowieso nicht mehr viel da. Yes, yes, my lord. Sollte hier eigentlich yes, my lord. Yes. alles uns gehören. Yes. Ich werde nochmal den Rest erkunden. Und yes, sehen, was da ist. Aber ich denke, die Orks sind platt. Yes. Yes. Ich liebe, habe ich das schon gesagt, ich liebe yes. Armbrustschützen. Yes, my lord. Die sind so my gut. Lord. Und die Peons. Und yes, erstaunlich wenig Peons hier. Yes, my lord. Yes, my lord.
my lord. Yes. Theokratia. Yes, wisst ihr, was wir machen? Yes. Machen wir was anderes. Ich mache jetzt den Angriff der yes, Priester. Ja, yeah. Jetzt geht's los. Yes, my lord. Yes. Das ist das Irrste, was es gibt, glaube ich, was man machen kann. Einfach die Priester angreifen lassen. Bis sie keine Magie mehr haben. My lord. Yes. 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 So. Oh, der Holzfäller ist hier eingeschlafen. Yes. Und da ist der heilige Feuerregen. Ah, Deo Gratia, Deo Gratia, Deo Gratia. Ah, ist das schön. Vielleicht mache ich das jetzt in jeder Mission, wo ich die Gelegenheit habe. Einfach hier die Kleriker drauffeuern lassen mit ihrer heiligen Lanze. Wir reinigen das Land vom Übel. Yeah. Feuerlanzen, Power. Und es sieht eigentlich so aus, als könnten sie weitaus weiter schleudern hier als nur ein Feld. So mindestens zwei Felder, aber das ist, glaube ich, nur, weil sie irgendwie diese Ecke vom Gebäude, die Mitte, angreifen immer. Und dann sieht das halt so aus, als würden sie weiter angreifen. Weil eigentlich greifen sie nur direkt das nächste Feld an. Ja. Währenddessen Pause bei den anderen. Einmal Pausenbrötchen gegessen oder was auch immer, ein Mettbrötchen. Ein Maisbrötchen. Und Peons werden noch ausgebildet. Die versuchen ja immer wieder, ihre Gebäude zu errichten. Die KI ist ja so programmiert. Aber ja. So, Goldmine haben wir auch alle gefunden. War schon ausgeplündert. Hier oben ist nichts mehr. My lord. Yes, my lord. Yes. Das dauert ein bisschen und sie haben gar nicht mehr viel Magie tatsächlich übrig. Sie sind langsam erschöpft. Ja, tatsächlich ist es so, eigentlich ist das kein Problem, weil die Regenerationsrate der Kleriker ist gleich entsprechend mit ihrer Angriffsrate fast gleich, denn wie man sieht, jetzt müssen sie ungefähr eine Sekunde warten, bis sie überhaupt wieder angreifen können. Und sonst können sie nichts machen, sonst sind sie wie Bauern. Ohne Magie sind sie einfach hier wehrlos und haben auch genauso viele Lebenspunkte. Das kann so ein bisschen dauern. Ich werde den Footman auch noch reinschicken, damit er hier jetzt Schicht im Schach macht. Und der kann auch noch helfen, wenn er rechtzeitig ankommt. Die Priester brauchen doch noch ein bisschen Hilfe. Es sind halt alte Männer, die in Deo Gratia leben. Was erwartet man? Sie brauchen halt ihre Ruhe. Heilige Lanzen! Das Fell wird vertrieben. Tja, aber das gab es zu diesem Zeitpunkt ja noch gar nicht. Die Idee vom Fell. Die Fellmagie und Gul'dan gab es auch noch nicht. Es waren einfach irgendwelche Warlocks, die das gemacht haben. Und Blackhand war der große Anführer. Aber das ist er jetzt ja auch nicht mehr. Blackhand ist ja bloß noch ein Erfüllungsgehilfe von Gul'dan. Gul'dan, der Zerstörer. Ne, hier, Gul'dan, der Warlock-Anführer. Oder auch der einzige Warlock. Im Film ist er der einzige. Und hier sind es ja Tausende. So, haben wir es bald. Kommst du noch rechtzeitig an? Yes. Oder wenn die Priester den Sieg einheimsen? Na gut, dieser hat auch schon was geleistet. Und... Deo Gratia! Stirb, du Town Hall. Ratshalle, Donut. Bonk. Und da zerfällt es. Schön. Unsere erste Warg-Basis-Mission geschafft. Cheers of victory come from the troops as the last orcish corps crumbles to the ground. Crumbles to the ground, yeah. Cheers of victory. Und wir sind jetzt Leutnant geworden, ja. Das kann ich lesen. Lieutenant, Leutnant. Ja, mit 3148 Punkten, wir haben 47 Einheiten getötet und keinen verloren, dank der Hilfe der Deo Gratia Priester von Northshire Abbey. Und ja, wir haben 47 ausgebildet, der Gegner 29, Quatsch hier. 47 hat er ausgebildet, 47 haben wir getötet, 29 wir ausgebildet, keiner ist gestorben, 8 Gebäude haben wir zerstört, 12 haben wir selber gebaut, viele Farmen darunter. Und 24.800 haben wir gemint, 29.800 mehr hat der Gegner geholt an Gold,
Aber dem ist es ja egal, genauso wie beim Holz. Aber da hatten wir tatsächlich mehr. Ja, wir haben den ganzen südlichen Wald von uns abgeholzt. Aber da das schön in der Ecke war, konnte das auch gut gemacht werden, da ohne dass wir groß angegriffen wurden. Die KI war nur am Anfang so ein Problem, weil ich nicht wusste, von welcher Seite sie kommt. Aber da konnte man ja die Karte aufdecken und dann sieht man ja, dass die primär versuchen, dann die eigene Wirtschaft hier zu vernichten. Was bei uns ja Sinn macht, bei der KI ja weniger. Aber auf jeden Fall, ja, das habe ich ja unterbunden, dank unserer wunderbaren Archer. Und ja, auch die Priester waren sehr nützlich. Die Footmen, ja, spielen eigentlich ab sofort keine Rolle mehr, weil ich glaube, als nächstes kriegen wir Ritter. Und dann, ja, gut, wenn ein Haufen Gegner ankommen, dann können die Footmen vielleicht noch ein bisschen abfangen. Aber ganz ehrlich, da kannst du besser Archer ausbilden. Das ist einfach besser mit dem Minimumschaden, der größer ist als der Schaden, den Footmen oder auch Ritter eigentlich so machen, wenn sie gegen fette Rüstungen aber da antreten. Aber gut, das bleibt sich gleich. Im Großen und Ganzen sind Fernkampfeinheiten in diesem Spiel einfach Trumpf. Ob es nun Spearmen, Archer oder Katapulte sind. Und ja, und die Menschen kriegen natürlich anstelle von Nahkampfdämonen, kriegen sie leichte Fernkampf-Wasserelementare, was besonders effektiv ist, wenn der Gegner hinter einer Mauer steht. Weil die Dämonen müssen erst die Mauer kaputt machen, bis sie da rankommen, während die Wasserelementare so drüber schießen können. Was ein riesen Vorteil dann dafür ist. Also ja, das war die dritte Mission der Menschen und beim nächsten Mal geht's dann in unsere erste Dungeon-Mission der Menschen. Ja, bis dahin. Wir holen Lothar aus den Klauen einiger Ogre. Ja. Yeah.